Ja, hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres YouTube-Kanals Besser Fliesen. In der ersten Ausgabe geht es darum, was muss ich eigentlich beim Fliesenkauf beachten. Da gibt es ja auch einige Fachbegriffe, mit denen man da konfrontiert wird. Steingut, Steinzeug, Feinsteinzeug, was bedeuten diese ganzen Begriffe eigentlich? Und dazu haben wir uns hier bei der Firma Henrich in Sirzheim mal verabredet. Das ist ein Fliesenfachhändler, also ein echter Experte in Sachen Keramik und Fliesen. Und die können uns auch bestimmt erklären. Tag. Hallo, schönen guten Tag. Wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Ja, ich wollte mich mal über Fliesen informieren, was es da Unterschiedliches so gibt für Wand und Boden. Worauf muss man denn achten? Ja, es gibt letztendlich unterschiedliche Materialien, natürlich auch unterschiedliche Farben. Wir fangen an beim Feinsteinzeug, Steingut, Steinzeug. Dann über die Kanten, wie beispielsweise jetzt hier sowas, wo wir kalibrierte Kanten haben. Ob durchgefärbt oder nicht, glasiertes Material, Digitaldruck und weiteres. Hui, ja, ja, ja. Puh, da sind aber eine Menge Informationen und Begriffe. Tjo, da bin ich ja fast mehr verwirrt als aufgeklärt, obwohl Sie das natürlich schön erklärt haben. Aber da wird man ja doch mit einigen Begriffen konfrontiert. Ich glaube, ich gucke mir mal so eine Produktion an. Wir sind im Westerwald bei der Firma Interbau Blink und wollen uns hier mal eine Produktion von Keramikfliesen angucken. Neben mir steht Thorsten Klein, der Werks- und Entwicklungsleiter des Unternehmens. Und ja, Sie haben hier eines der modernsten Werke in Deutschland, wenn nicht gar in Europa. Ja, wir haben hier 2017 unser Werk eröffnet und wir haben damals den Fokus darauf gelegt, hier eine hochflexible Fertigung zu schaffen. Und machen auch Feinsteinzeug. Wir produzieren hier ein glasiertes Feinsteinzeug, das heißt ein Material, was sehr robust ist, was hohe Biegezugfestigkeiten hat, was viele Anwendungen erschließt, sowohl für Wand als auch für Boden und bieten somit unseren Kunden ein sehr, sehr breites Produktspektrum. Dass das Werk hier im Westerwald steht, ist kein Zufall, denn hier kommen auch die Rohstoffe her, wie Tone. Ja, wir sitzen hier eigentlich in der Mitte der größten deutschen Tonvorkommen und wir nutzen diesen Standortvorteil ganz konsequent. Und jetzt gehen wir mal ins Werk und gucken uns mal an, wie Keramikfliesen hergestellt werden und machen mal einen kleinen Rundgang. Los geht's. Los geht's. Da geht's jetzt los. Ja. Hier geht's los, ja. Wir ziehen erst den unteren Masseteppich auf, dann den oberen Masseteppich. Was wir hier auftragen, ist ein Sprühkorn. Das besteht aus Tonen, aus Feldspat und aus Schamotte. Das heißt gemahlenem Fliesenbruch. Aber das ist ein Pulver. Ist ja nicht, wie man sich das früher vorgestellt hat, nasser Ton. Ja? Nein, das ist kein nasser Ton. So, wir haben jetzt hier eigentlich das eigentliche Herzstück der Anlage, die Presse. Die Presse wiegt alleine 440 Tonnen. Und welcher Druck kommt da von oben dann drauf? Ja, erstmal nicht von oben, wir pressen hier andersrum. Wir pressen von unten gegen eine feststehende Platte. Aha, okay. Also ganz andersrum wie beim konventionellen Pressen. Und der maximale Druck, den wir hier erzeugen können, sind 44.000 Tonnen. 44.000 Tonnen. Und es wird hier über diese Diamantscheiben, die sich verschieben lassen, das Format erzeugt, was wir haben wollen. Aber das ist ja noch nicht besonders hart, also es lässt sich wahrscheinlich ganz leicht. Wir können uns das hier vorne mal anschauen. Wir haben jetzt hier so einen Abschnitt, man sieht hier, diese Abfallstücke sind also nicht etwa verloren, sondern die werden hier in diesem Turm klein gemahlen. Werden dann wieder direkt der Masse zugesetzt, ohne erneut aufbereitet werden zu müssen. Und wir fügen die der unteren Schicht zu.
Wir haben also hier dann ein 100% recyceltes Abfall. Okay, hier sind wir jetzt quasi im Herzen der Produktion, kann man so sagen, oder? Am Ofen? Ja, wir haben hier unseren Brennofen. Das ist aber ein ziemlich großer Ofen, ne? Ja, der Ofen hat eine Länge von einschließlich Vortrockner von 130 Meter. 130 Meter. Und wieso ist der so lang, der Ofen? Wir brauchen für die Großformate einen relativ langen Ofen wegen der Kühlung. Wegen der Kühlung? Ja. Brennen der Fliese ist das eine, die Fliese kalt zu machen ist das andere. Das heißt, sie muss langsam abkühlen? Wir müssen langsam abkühlen. Mhm. Wenn ich jetzt hier reingucke, dann müsste ich da irgendwann, oh ja, ich sehe die Flamme sogar da hinten, ja. Also das Feuer. Ja. Mhm. Ja, Wahnsinn. Und wie heiß ist es da so? 1200 Grad. 1200 Grad, wow. Hier erfolgt jetzt eine Oberflächenkontrolle und Kantenkontrolle über Kamerasysteme, kontrolliert auf Kantenbeschädigungen, Eckbeschädigungen, Risse, Farbunterschiede, Befall, Beulen, Löcher, Pickel, alle Fehler, die bei einer Fliese auftreten können. Wenn ein Fehler gefunden wird, je nachdem wie groß der ist, wird die Fliese entweder in die zweite Sortierung einsortiert oder ganz aus dem Produktionsprozess ausgeschleust und recycelt. Also es gibt erste Sortierung und zweite Sortierung. Ja. Bei der ersten Sortierung ist alles top, fehlerfrei. Bei der zweiten Sortierung gibt es kleine Fehler in der Oberfläche oder bei der Farbe. Aber die Fliese kann auch problemlos verwendet werden. Hat technisch alle erforderlichen Eigenschaften. Es ist in der Regel ein kleiner Schönheitsfehler. Was passiert hier jetzt? Bei diesem Fertigungsschritt wird das Material auf Endmaß geschliffen, sortiert und verpackt. Je nach Verdichtungsunterschieden kann es da leichte Maßabweichungen geben, bis zu 1 mm. Wenn man natürlich ein Material mit 3 mm Fuge verlegt, bei so einem großen, ist selbst der Millimeter zu viel. Also wird das mit die Platte kalibriert. Also wenn man besonders maßgenau Fliese haben will, muss man nach kalibriert fragen. Wenn man mit enger Fuge verlegen will, speziell beim Großformat, geht nur kalibriert. Enge Fuge sieht einfach eleganter aus. Ist eleganter bei den großen Formaten, ist weniger schmutzanfällig. Und je größer die Fliese ist, desto mehr ist es wahrscheinlich auch ein Argument, kalibrierte Fliese zu nehmen oder nicht, ja, oder? Absolut. Mhm. Nicht kalibriert bei großen Formaten ist nicht schön verlegbar. Okay, da haben wir jetzt schon ein Qualitätsmerkmal hier gehört. Kalibrierte Fliesen sind besonders maßgenau. Und da sind ganz viele Informationen auch für den Käufer drauf. Okay, also hier sind die Maße, der Inhalt und wie viel Quadratmeter ich damit belegen kann. Information 1. Dann hat er hier die Rutschhemmungsklasse für den gewerblichen Bereich. Rutschhemmung heißt R10. Das heißt, wir hätten hier, wenn wir auf die Rutschhemmung auf der schiefen Ebene prüfen, einen Neigungswinkel von 10 Grad und mehr. Also diese Platte ist rutschhemmend, also könnte auch ein Badezimmer verlegen. Richtig. Verwendungszweck auch angegeben, Wand- und Bodenbeläge. Und innen und außen steht auch dabei. Ja, also die wichtigsten Informationen zu einer Fliese, Einsatzzweck, Farbe, Größe, findet man alles auf der Verpackung wieder. Deshalb lohnt es auch mal hier das Kleingedruckte zu lesen, weil man da nämlich ganz wunderbar erkennen kann, welche Eigenschaften die Fliese hat. Ja, hier stehen wir jetzt mal vor den fertigen Produkten. Und das sind ja riesige Apparellos, wie man so schön sagt. Also, wie hoch ist das? Eine Fliese, die ist jetzt 3,20 Meter. 3,20 Meter? 3,20 Meter, das stellt aber auch das Größte dar, was wir hier auf der Anlage machen. Was macht man mit so einer großen Platte? Die hier haben wir gemacht auf einen Kundenwunsch hin. Und der hat das als Küchenarbeitsplatte verarbeitet. Als Küchenarbeitsplatte, ja, das ist natürlich ein ganz interessanter Zusatz.
Und hier sieht man jetzt auch noch mal schön, was dieser Digitaldruck kann. Also der druckt ja quasi ein perfektes Imitat eines, ja, eines Natursteins oder einer Betonoberfläche. Oder hier vorne haben wir auch Holz. Eigentlich also eines beliebigen Motivs. Und die Vorlagen, wir gehen vielleicht mal rüber da zu dem Holz. Da sieht man das eigentlich noch schöner. Das sieht da wirklich, kann man nicht mehr unterscheiden eigentlich von so einem klassischen Parkett. Die Vorlagen, die fotografieren Sie irgendwo ab oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja, es gibt da verschiedene Vorgehensweisen. Wir arbeiten zum einen mit Designstudios zusammen, die uns Vorlagen liefern. Wir können aber auch Designs in-house erzeugen, bearbeiten. Hier dieses Produkt ist zum Beispiel entstanden, indem wir ein Naturholz gescannt und fotografisch weiterbearbeitet haben. Und was man ja auch hat, man spürt ja auch die Struktur des Holzes. Ja, man spürt die Struktur des Holzes. Wenn wir jetzt mal ein bisschen ins Gegenlicht kommen, sehen wir, dass wir hier wirklich nicht nur eine ganz feine Maserung sehen, sondern auch fühlen können. Fühlen, genau. Wenn man da so drüber kratzt, dann hat man diese typische Holzmaserung. Aber wenn das Tintenstrahltechnik ist, dann könnten Sie ja theoretisch auch jedes beliebige Foto auf die Fliese auftragen. Also wenn ich Ihnen jetzt ein Porträtfoto von mir liefern würde, könnten Sie das eigentlich auf die Fliese bringen? Das ist möglich, auch vor dem Hintergrund, dass wir halt unsere eigene Bildbearbeitung hier im Haus haben. Da sind wir in der Lage, auf Kundenwünsche einzugehen, unsere Produkte auf die Erfordernisse des Kunden anzupassen. Oder auch Individuallösungen zu machen, wie wir die hier vorne auf der Wand sehen können. Das ist ganz faszinierend. Das sieht eigentlich aus wie ein riesen Poster auf Keramik. Ja, da kann man sich ganz tolle Sachen mit vorstellen. Ja. Hallo. Hallo, Herr Schanze. Da schön, dass wieder. Sie wieder da sind. Genau. Jetzt habe ich mich ein bisschen schlau gemacht. Ich habe mir ein Werk angeguckt, ein Feinsteinzeugwerk, das war sehr interessant. Mhm. Ja, und jetzt wollte ich mir mal die Sachen hier bei Ihnen nochmal angucken. Also was ich da gesehen habe, kalibrierte Feinsteinzeugfliesen fand ich ja hochspannend. Ach, also, sehr schön, wo man Großformate wahrscheinlich wie sowas gut mit verlegen kann. Ja. Das hier zum Beispiel finde ich eine super schicke Lösung, sehr modern. Aber das ist bestimmt ganz schön teuer, oder? Das sind halt Fliesen im Großformat, also die sind 3x1 Meter. Preislich liegen sie um die 150 Euro der Quadratmeter um den Dreh. Das ist herstellerabhängig natürlich. Ne? Grundsätzlich ist aber auch da der Vorteil, sie sind fugenlos im Duschbereich, ne? Was natürlich auch sehr hygienisch ist und auch bleibt. Ne? Mhm. Was macht denn letztendlich überhaupt den Preis aus, also bei einer Fliese? Letztendlich einmal von der Produktion her ist es natürlich abhängig, ne? Wie wird es produziert, wie hochwertig ist das Material, was ist es für ein Material, wo kommt es her. Das sind Faktoren, die darauf einwirken. Natürlich ist es bei uns auch so, dass sie ein Nachkaufrecht haben, eine persönliche Betreuung, ne? Wie wir es jetzt gerade miteinander haben. Ja. Und letztendlich kommt es auch auf die Größe drauf an. Ne? Ja, also da lohnt sich dann manchmal schon ein bisschen mehr auszugeben. Das ist so, ganz genau. Ja. So, dann haben wir es hier jetzt noch einmal auf dem Tablet. Da habe ich es Ihnen jetzt mal auf den Bildschirm groß übertragen, sodass Sie das sehen. Zweimal aufs Knöpfchen gedrückt und dann sehe ich das jetzt hier praktisch auf dem Bildschirm nochmal als Raumsituation. Ganz genau. Mhm. Also es ist ein bisschen aufwendiger, aber letztendlich, wir haben das mal so als Modell, sage ich jetzt einfach mal, geplant, wo die Fliese dann letztendlich drin ist. Sie könnten mir auch Ihre Pläne reinbringen und ich plane es in Ihr Badezimmer. Von meinem Badezimmer mit allen Fenstern und Türen, wie ich sie habe. Ganz und dann genau. Ja, das ist ja Wahnsinn. Irre, was die Technik alles so kann. Ja, das war super spannend, was wir hier zum Thema Fliesen erfahren haben. Wir hoffen, es hat euch auch gefallen, unsere erste Folge von Besser Fliesen, dem YouTube-Kanal. Wenn ja, dann abonniert hier unseren Kanal. Wir würden uns super freuen. Alle weiteren Themen, Folgen und Inhalte präsentieren wir euch auf unseren Social-Media-Kanälen bei Facebook und Instagram. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.